Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, wie versprochen, wir befinden uns schon vor der Hütte. Weil wir das ja so bisschen vereinbart hatten. Was war das denn jetzt gerade? Keine Ahnung. Dass wir uns immer vor den Häusern verabreden, größtenteils. Geht zwar nicht immer, weil wenn was Interessantes passiert, würde ich euch da es natürlich nicht vorenthalten. Und ja. Deswegen mal Cookie Cookie. Ich würde jetzt erstmal auch nicht hingehen und irgendwelche Autos auseinandernehmen. Aufgrund dessen, dass wir hier auf jeden Fall erstmal looten möchten. Hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Da hinten. Da wird jetzt einer noch kommen. Hallo erstmal. Okay. Da ist noch einer. Oben ist bestimmt gerade einer am Randalieren. Jule nehmen wir mit für Holz. Guck mal. Da randaliert der hier. Ne, die randalieren oben, okay. Sollte ich nicht außer Acht lassen. Deswegen machen wir erstmal die Türen zu. Aber ich würde sagen, der kommt nämlich schon. Nein? Okay, kommt noch nicht. Ja, noch ein Rohr. Rohr ist immer gut. Noch ein Rohr, das ist auch immer gut. Ja, die sind oben, aber es hört sich echt so an, als wären die hier unten. Das ist manchmal belastend. So, dieses Wildbrett hier, das benutzen wir jetzt mal direkt. Hallo. Ah. Wir sind der Headshot-Gott. Das war aber auch der Einzige, der sich gerade gemeldet hat irgendwie. Hier ist leer. Aber hier geht's auch nicht irgendwo runter, ne? Ja. Treppe für drauf und das war's. So, hier hat's auf jeden Fall gebrannt. Ich bin dann auf und zurück dabei. Toilette ist bestimmt Papier noch drin. Ja, war ja klar. Hier ist der wohl ausgebrochen. Weil hier ist auch nichts drin. Eine unberührte Nachttischkonsole. Das Haus ist jetzt schon fast enttäuschend. Das können wir zerlegen. Ja, okay. Würde ich dann dafür, dass das eigentlich noch nicht mal klein aussah. Von außen bin ich da echt fast schon, oder was heißt fast schon, ich bin enttäuscht. Kein Geheimversteck und. Dafür musst du jetzt runter leiden. Hallo. Okay. Ja. Schnappen wir uns unser Fahrrad und gehen zum nächsten Spot. Und so wie es aussieht, ist es jetzt das Krankenhaus sogar schon. Haben wir denn unser Fahrrad abgelegt? Ach, das vorm Haus, ne? Ein unberührtes Coupé. Benzin, das ist auch immer gut. Hallo, die Dame. Also, das mit den Kopfschüssen funktioniert ganz gut. Oder Kopfschlägen in dem Fall. Das ist ein Hühnchen. Wildbret brauchen wir im Moment Gott sei Dank nicht so viel. Falls die Eier fehlen. So, das Haus ist dann. Dann machen wir erst das Haus. Ne, ihr wollt bestimmt das Hospital haben, ne? Machen wir das Hospital als erstes. Da hinten auch wieder Zombiechen. Ist was, was ich zerlegen kann? Ja, zerlegen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich auch
futtern könnte noch. Die Behandlung hat ja nicht so geklappt, ne? Die ist ziemlich mitgenommen aus. Unberührtes Kranken. Unberührtes Krankenhaus, genau. Hallo. Im Krankenhaus sind sehr viele Zombies schon auch draußen. Nehmen wir uns auf jeden Fall mit, die Zombies, weil EP, meine Freunde, EP. Okay, also diese Stärke Buff hat auf jeden Fall was gebracht, weil die kippen jetzt ja fast instant um. Ah, da vorne, okay, ich wollte gerade sagen, ich höre ihn, aber ich sehe nichts. Hallo. Okay, auch hier. Was ist denn gerade los? Entweder die werden schwächer. Oder ich werde echt extrem stark. Und jetzt müssen wir mal weg. Das Krankenhaus hat leider keinen Briefkasten. Schade eigentlich. Da, bis dato habe ich noch keinen Briefkasten gesehen, gefunden. Ich würde mal an der Seite bei den Krankenwagen ins Häuschen schlüpfen. Und ich habe fast die Vermutung, dass das hier ein Zweiteiler wird, leider. Was haben wir hier? Leichensäcke. Okay. Hier ist die Seuche ausgehend. So. Oh, von draußen kommt noch einer. Boah, der hat mich jetzt aber... Hallo. Okay, der hat doch mal eben übertrieben EP gegeben. Hier kommen die ganzen Krankenschwestern her. Hallo. Boah, die blutet auch direkt was. Boah, Alter. Was ist denn los, ey? Ich will doch nur hier durchsuchen. Bauplan Pumpgum. Benutzen wir natürlich instant, ey. Das war mal mega. War sogar mit Röntgenbildern. Da hat jemand was Komisches verschluckt. Aber ich kann nicht erkennen, was. Auf jeden Fall wurde was verschluckt. Boah, da ist ein verschlossener Tresor. Den machen wir natürlich auf. Schloss knacken. Dafür haben wir es ja. Ah, jetzt macht er meine Dietriche aber schrottig. Na komm schon. Ja, kurz vorher. Ja, genau. Jetzt geht's wieder auf 3,2 Sekunden hoch. Jetzt muss der aber... Okay. Schrotflinten, Drosselmod. Bauplan zumindest dafür. Chemiestation unberührt. Dosen. Irgendwo hatte ich die Dosen. Na, das kann man nochmal zerlegen. Ich habe die vage Vermutung, das war leider auch schon wieder dann zurück müssen. Fast. Also bisher so von dem, was man hier lernen kann, jede Menge. Da hockt einer. Hallo? Okay, die lässt sich... Okay, hier müsste... Oh, eine neue. Eine Ärztin haben wir gefunden. War traurig, dass wir die jetzt umnähten mussten, aber... Was sollen wir machen? Ah, ich höre auch schon... einen Hund. Verrottetes Fleisch.
Okay, hier ist gut abgeriegelt eigentlich. Hier geht's noch in den Keller. Und hier geht's dann nach oben. Was würde ich fast behaupten, gehen wir erstmal in den Keller. Das Futter machen wir mal eben. Weil die Frage ist, ja, ich komme hier rüber. Okay. Weil hier im ersten, im unten. Nein, im Erdgeschoss haben wir schon mal alles ausgelootet. Deswegen gucken wir jetzt mal nach unten. Okay, die fallen irgendwo herunter. Die kommen Ärzte. Ich hoffe, jetzt von hinten kommt keiner. Die hat mich erwischt, boah, 5000 okay. Ja. Die wäre auch viel Stuff zum Auseinandernehmen für mechanische Teile und sowas. Gar keine Frage. Aber die Haupt-Main-Priorität, würde ich jetzt erstmal sagen, liegt auf Munition und Bauplänen. Weil alles andere wäre echt Blasphemie. Tierfett. Okay, du solltest noch ganz schnell sterben. Oh. Okay. Dann zerlegen wir mal. Sind echt schon wieder voll, ne? So, was brauchen wir nicht? Das würde ich erstmal wegtun. Das verrottete Fleisch kriegen wir so viel noch. Jetzt können wir sogar noch da reingucken. Das benutzen wir mal. Ich kriege mal eine Dose, die wir zerlegen könnten. Nee, Erde erstmal nicht. Aber tun wir das weg. Sorry. Kleber immer wichtig. Klebeband ganz, ganz wichtig. Ah, Kartoffelsamen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Lass mal das Papier für hier. Da können wir auch nochmal richtig zugreifen. Da greifen wir richtig zu. Dann haben wir, glaube ich, hier alle leer, leer, leer. Ja. Jetzt können wir noch. Ja, komm. Zerlegen. Ja, dann tut es mir eigentlich schon leid. Was auch immer das war. Hat man nicht Spinnnetz oder so, aber trotzdem. Ja, dann tut es mir eigentlich fast leid, weil wir müssen schon wieder zurück, weil ich will jetzt echt nicht so viele Sachen wieder entscheiden müssen, dass wir, was wir ablegen. Und dann gehen wir ins nächste Stockwerk rauf. Von wo kam man? Kam man von hier? Nee. Kam doch hier aus der. Aus der Garage kam man raus. Müssen. Ah ne, ich dachte, die Tür wäre dazu. Ah, wir haben auch noch Nebel. Doppelbelastung. Boah, ich dachte gerade, was ist das denn? Aber es ist eine Schaukel. Ah, es gibt auch noch da drüben. Oh, das ist so ein großer Komplex hier. Ja. Deswegen würde ich sagen, heute eine etwas kürzere Folge, weil ihr wollt bestimmt nicht sehen, wie ich jetzt. Ah, da ist sogar noch ein Ei drin. Warum loote ich denn auch? Egal, nehme ich mit. Ihr wollt jetzt bestimmt nicht sehen, wie ich den ganzen Weg nach Hause fahre. So, ich muss mal gucken. Ne, da lang muss ich. Jetzt verfahre ich mich wieder. Deswegen würde ich schon ein etwas verfrühtes Ende in Betracht ziehen, wenn jetzt hier nicht noch eine kleine Zombie-Horde oder so kommt.
Die vor allen Dingen auch Munition droppt oder so. Nee, sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch aufrüsten, Mauer verstärken, doppelt verstärken. Da würde ich liebend gerne hingehen und hinter der Mauer noch eine Mauer ziehen. Ist halt so, müssen wir dann halt leider machen. Die Mauer auch definitiv nach oben ziehen. Noch mehr Spikes, Spikes davor, noch mehr Eisen einschmelzen, noch mehr Eisen. Eisen. Eigentlich sollten wir uns jetzt echt sehr stark darauf konzentrieren, auch viel Eisen zu bekommen. Aber während ich dann die Mauer baue, würde ich währenddessen die Eisenspikes produzieren und und. Also das Eisen ist ja zumindest schon mal im Öfchen. Und ja. Haben wir doch die Heimreise fast komplett geschafft, aber hier ist halt auf der Seite, Gott sei Dank, so wie es aussieht, im Moment null los. Leider auch, was Nester angeht, nichts los. Ja, den einzigen Rohstoff, den wir im Moment so viel haben, dass wir ihn echt erstmal links liegen lassen können, ist Holz. Fragt mich warum, ich weiß es nicht. Könnte daran liegen, dass wir echt hier unsere Baumfarm am Leben gehalten haben und jetzt durch die Axt natürlich auch viel bekommen. Skillpunkte werde ich nochmal verteilen und gucken, dass wir auf jeden Fall durch solche Aktionen wie Bergbau und sowas sehr viel schneller an unsere Ressourcen kommen. Ja, dann erstmal voll auf die Stärke gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.